Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Ich würde sagen, wir starten direkt zurück ins Spiel und fangen auch direkt mit dem nächsten Game an, sobald wir die Bewertung haben. Und die Kritiken für Just Dance 4, meine ich. Ups. Ja, eine 8 von Stargames, ich liebe es. Eine 7 von Formgamer unterhaltsam. Eine 8 von Game Hero sehr gut. Und eine 9 von All Games großartiges Spiel. Könnte noch besser sein, könnte aber ehrlich gesagt auch schlimmer sein. Ich meine, 600.000 Einheiten der ersten Woche ist schon machbar. Forschung. 2D-Grafik V4 finde ich eigentlich sowas von unnötig. Dynamische Welt wäre eigentlich gut. Verbesserte Körper... Ja, so langsam sollte ich vielleicht mal keine Ladebildschirme reinnehmen. Kannst du Full-Motion-Video machen von mir aus? Ist zwar eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen unnötig, aber von mir aus. Du machst mir dann noch einen Spielbericht. Und wir haben die 1 Million erreicht. Ja, ich frage mich auch, wie viel von meinen Spielen noch verkauft werden. Hoffentlich noch einige. Denn das Konto könnte so langsam wieder ein bisschen nach oben gehen. Ja genau, noch ein bisschen mehr Pünktchen bitte. So, Sound scheint sehr wichtig zu sein und die Plattform-Genre übereinstimmung Griphead Casual ist großartig. Kein Ladebildschirm ist auch erforscht. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mit der nächsten Fortsetzung weiter. Und zwar zu... Ja, SingStar nicht, oder? Soll ich SingStar machen? Eigentlich schon. SingStar 4. Mittleres Game, Casual, ist ja klar. Plattform, nee. GS, Griphead, habe ich noch irgendwas drin? Die PPS? Nee. Das Griffon. Okay, passt eigentlich. Dann meine neueste Engine, die Thunderstorm Engine. Für Kinder, ja genau. Achso, ich habe das Genre wieder entfernt, ups. 3D-Grafik V3, natürlich nur das neueste. Und dann würde ich sagen, entwickeln wir auch direkt schon los. Ja, so passt das sogar schon relativ gut. Ja, ich kann nicht viel weiter runtergehen, sonst habe ich ein Problem. Engine, mehr als im Mehrspielermodus, passt nicht rein. Gameplay, kooperatives Spiel, vielleicht diesmal? Nee. Wenn ich Charakterentwicklung halt ausmachen würde, aber das bringt's nicht wirklich. Ja, das andere ist eigentlich wichtiger für so ein Game. Braucht man nicht unbedingt so ein Cooperative Play. Ist zwar bestimmt schön, aber ja, es ist halt irrelevant eigentlich. Oh, und da wird auch direkt schon Hype generiert. Aber bevor das am Ende nur ein wenig Hype ist, kommt direkt mal eine große Kampagne. Und keinen großartigen Trends, das ist natürlich ganz schön für uns. Obwohl noch schöner wäre natürlich, wenn es einen Trend gäbe zu einem meiner Spiele. Ja, ich push mal. Ich glaube nicht, dass ich so ultra viele Fehler jetzt hier beim Game machen werde. Ist hier immerhin schon der 4. Teil. Just Dance ist gerade vom Markt genommen worden. Und da kann ich auch direkt gleich wieder nachlegen. Okay, beides wird nicht reinpassen. Ich kann auch nicht weiter runter gehen. Okay. Ja, aber sonst passt's dann. KI-Gefährten geht natürlich dann auch nicht. Aber sonst... Ja, von der Auslastung her meiner Mitarbeiter geht das eigentlich auch klar. Ich habe ja gute Mitarbeiter. Und da ist auch schon die E3. Ob mit SingStar 4, da muss doch... etwas los sein. Ist doch ein großartiges Game.
1,47 Millionen Leute haben den Stand besucht und wir sind natürlich wieder mal der größte Stand des Jahres. Was ein Wunder. Und nein, ich will dich nicht feuern. Marketing. So passt das schon. Perfekt. Ja, hier könnte ich noch so ein ganz kleines bisschen mehr hochgehen, aber nee. Ich muss das sogar aufs Maximum machen, muss dann stereoskopisches 3D rausnehmen. Geht leider nicht anders. Das kann ich so ein ganz klein bisschen hoch machen. Dann kann vielleicht, ja, detaillierte Hintergrundgeschichte. Packe ich das noch rein? Oh nee. Ja, weil das mache ich lieber rein. Ein Soundtrack, der muss rein. Hopp. Ja. Ein Soundtrack muss aber eigentlich rein in so ein Game. Wie weit müsste ich denn. Was? So weit müsste ich runtergehen, damit ich einen Soundtrack reinnehmen könnte. Von mir aus dann ist eben nur Stereo-Sound, aber ein Soundtrack, der muss sein bei so einem Game. Er muss wirklich sein. Und so ein ganz kleines bisschen Wert darauf legen muss ich auch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so krank schwer ist, in so einem Game das alles unterzubekommen. Aber naja, was will man machen? 500er Hype. Das hört sich auf jeden Fall richtig nice an. Ja, schön noch ein paar Bugs fixen. Am besten gerade bei beiden nochmal so 20 Pünktchen draufhauen. Ja, ist klar, dass das nichts wird, aber. Naja, man darf hier wenigstens hoffen. Ja, vielleicht noch ein paar Pünktchen. Vor allem Technologie. Die 350 schaffen wir, hopp. Nicht? Na gut, dann eben nicht. Oh, der Hype geht auch schon wieder runter. Da klicke ich lieber mal schnell auf Fertigstellen und Level Design Grafik. Level Up und auch Rainer Brook hat ein Level Up bekommen und natürlich auch direkt die Gehaltserhöhung. Ihr verdient ja noch nicht genug. Urlaub für alle. Also für alle, die in Urlaub wollen. Oh. Das hört sich gut an. 10 muss man haben von Stargames. 10 Informed Gamer. Casual Spiel funktioniert gut auf GS. 10 von Game Hero, mein neuer Favorit. Und 10 von All Games, das Beste seiner Art. Und ich glaube, das ist kein Achievement, wenn man. Ja, perfektes Spiel. Veröffentlicht ein Spiel mit einer 10er Wertung. Habe ich mir doch gedacht, dass das ein Achievement ist. Und da ist noch mal das In-Game Achievement. Perfect Game. Da unten, wenn man es gerade nicht gesehen hat, könnt ihr das Video anhalten, dann seht ihr es schon. Und vielleicht soeben die Meldung, dass SingStar 4, welches vor kurzem von East Games veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 1 Million erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es den Platin-Status erreicht. Die 1 Million Verkäufe in der ersten Woche. Und da kommt auch direkt schon der Push und der zweite auch noch. Hopp, mehr Verkäufe. Ich brauche mehr Geld. Gut, bei Forschung, ja, dynamische Welt ist eigentlich schon nicht unwichtig. Und über 5 Millionen Verkäufe. Ein weiteres unvergessliches Spiel von East Games wurde gerade veröffentlicht. Von Anfang an bis Ende ein kultiges Level-Design. Tja, was soll ich noch sagen? Hört auf zu lesen. Fangt an zu spielen. Christopher Rangel. E-Gaming Check. Ja, danke. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spiel überhaupt nicht wichtig zu sein. Grafik scheint sehr wichtig zu sein. Und die Plattform übereinstimmen Griffhauen Kinder ist gut. Okay, ich hätte jetzt eigentlich mit sehr gut gerechnet, weil heutzutage läuft jedes Kind irgendwie mit einem iPhone rum, also naja. Hätte ich mir schon was Besseres gewünscht, aber wenn man es mir nicht geben will, dann eben halt nicht.
Fortsetzung entwickeln und direkt die nächste Fortsetzung. Was ist denn jetzt dran? Batman the Game? Nee. World Wild West 2. The Time Simulation? Nee. Batman auch nicht so. Shadowfight 2. Ich habe mich damals verschrieben, fällt mir gerade auf. Das fällt mir aber echt früh auf. Ein großes Game-Action-Strategie auf dem PC natürlich ganz weit vorne. PlayStation auch und die Xbox One. Thunderstorm Engine natürlich nur für Erwachsene. Wir wollen ja nicht den kleinen Kindern Angst machen. Und Diamant, verkaufe ohne die Hilfe eines Publishers 10 Millionen Exemplare eines Spiels. Das Spiel verdient wirklich eine AAA-Bezeichnung. Und hier unten auch nochmal das Diamond, ja, wie heißt Achievement? Genau. Ja, ein Action-Strategie-Game ist eigentlich Story-Quest, so. Hier würde ich sagen, Gameplay ist schon relativ wichtig. Gameplay kann natürlich nichts mehr rein sonst. Aber Online-Game muss definitiv mit rein. Cloud-Spielstände sollte mit rein. Mod-Support ist cool. Grundlegende Physik, ne? So langsam. Video-Wiedergabe, Mehrspielermodus, nee. Online-Spiel bleibt schon drin. Ah. Die Video-Wiedergabe passt nicht mit rein. Grundlegende Physik oder irgend sowas hätte ich halt gern drin. Ja, dann mache ich halt noch ein bisschen mehr hoch beim Rest. Story Quest passt definitiv noch. Interaktive Erzählung rein. Nee, Spaß. Ah. Doch, passt sogar rein. Aber moralische Entscheidungen ist halt schon cooler. Dafür halt nur fortgeschrittene Zwischensequenzen verzwängt erzählen. Ah. Das Game macht es einem so schwer. Moralische Entscheidungen sind halt echt cool. Aber fortgeschrittene Zwischensequenzen und verzweigende Erzählung passt auch nicht beides zusammen rein. Daneben lineare Erzählung und fortgeschrittene Zwischen. Nee, so rum passt besser. Ansonsten auch eigentlich alles mehr oder weniger noch reinbekommen. Meine Mitarbeiter sind überhaupt noch nicht ausgelastet. Und direkt anfangen zu hypen. Hopp, direkt die große Kampagne. Und direkt nochmal eine große Kampagne. Ich hoffe auch, gleich kommt wieder die E3. Nicht, dass wir sie nicht dieses Mal im Boot haben. Das wäre nämlich bei einem Game, was auch einiges an Geld erzeugen soll, relativ schade. Die E3 hilft nämlich immer sehr. Da habe ich überhaupt keine Vorgaben. Bei Strategiespielen muss künstliche Intelligenz definitiv nicht niedrig sein. Dialoge sind bei einem Ballerspiel sowieso unnötig. Und ja, das ist als Ballerspiel eingelegt. Bessere Dialoge passt nicht mit rein. Synchronsprecher und sowas natürlich auch nicht. Dann eben nur der Dialogbaum. Oh, du bist schon total ausgelastet. Wen lasse ich denn sonst dafür ran? Ja, mach nun mal, genau. Fast 12 Millionen Einheiten sogar verkauft und 130 Millionen an Umsatz erzielt. Das ist echt schon krass. Ja, ich habe so das Gefühl, das Game ist wieder ein bisschen weniger natürlich. Ich rechne so, ja, mit einer 8er Bewertung. Oder vielleicht sogar ein klein bisschen schlechter, aber damit gebe ich mich definitiv zufrieden. Ich glaube jetzt nämlich nicht wirklich dran, dass das Game so ein Ultra-Hype wird. Sound ungefähr so, Spielwelt-Design ein bisschen weiter runter. Gyroskopisches 3D kann rein. Surround Sound hätte ich gern drin. Ja,
glaube, die werden schon nichts daran zu meckern haben. Tag-Nacht-Zyklus und Open World noch einer. Jetzt passt beim Sound nicht mehr. Ja, es muss schon irgendwie hinhauen. Okay, du machst nicht die Grafik, sondern die mache ich. Ah, nee, das sollte eigentlich schon so jemand machen. Aber ich sollte eigentlich auch irgendwas wenigstens machen. Obwohl die anderen Leute sind halt alle viel besser als ich. Dann lasse ich mal die Profis ran. Oh. Kunden wollen einen Patch. Okay. Achso, das macht eine einzige Person. Wir haben einen richtigen Patch eben. Kein Problem. Oh, da ist die G3 noch. Und Patch ist fertig. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Leute. Wer es dann weiterentwickeln? Danke. Ja, genau. Nachrichten. East Games hat kürzlich einen dringend notwendigen Patch für SingStar 4 veröffentlicht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie East Games. Sie wollen ihren Kunden nicht einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. Oh, danke fürs Lob. Ja, jetzt knacken wir aber doch locker die 1,5 Millionen. Okay, ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet, aber die 1,5 Millionen haben wir trotzdem geknackt. Und sogar den Hype haben wir noch ein gutes Stückchen gegenüber dem letzten Game erhöht. Und die Pünktchen sind auch mehr. Ich weiß aber gar nicht, ob die Pünktchen davon abhängig sind, wie gut die Sachen im Spiel verteilt sind. Glaube ich jetzt eher nicht, weil wir haben hier jetzt mehr Pünktchen als im letzten Game. Das letzte Game war ja in 10er Game, also glaube ich ehrlich nicht, dass das was damit zu tun hat, sondern nur damit, wie groß das Game ist und sowas. Microsoft hat heute bekannt gegeben, eine komplett neu organisierte Version der Xbox Anfang nächsten Jahres namens Xbox Next herauszugeben. Die neue Konsole scheint Microsofts Bewegungssensor-Addon für die Xbox One clever in einem kleinen Paket zu integrieren. Außerdem äußerlich erinnert die Xbox Next an die ersten Modelle der Xbox 360 mit einer viel helleren Farbe als eine Abkehr von dem schweren und dunklen Stil der Xbox One. Die Technik der Xbox Next ist vielversprechend, aber wir werden sehen, wie gut sich die neue Konsole gegen ihre Konkurrenten behaupten wird. Okay, das werden wir dann wirklich sehen. Ah, schnell Game beenden. Und doppelten neuen Rekord. Level Up in Grafik, 3D-Grafik, V3 und natürlich noch ein Level Up für fast alle meiner Mitarbeiter. Die bekommen natürlich jetzt auch noch eine Gehaltserhöhung. Und ich würde sagen, dann beenden wir mal die heutige Folge. Ich würde sagen, lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Einen Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst zum nächsten Part von Game Dev Tycoon. Und tschüss!